Hallo liebe Duftis, heute machen wir ein Unpacking-Video und diesmal von einer Firma, die ich euch noch gar nicht gezeigt habe, beziehungsweise wo ich seit Ewigkeiten nicht mehr bestellt habe. Und ich hatte im Paket von Lune ein paar Sachen drin. Wir hatten nämlich ein Tauschpaket gemacht und die fand ich so toll. Und in der Gruppe haben mich die Bilder definitiv überzeugt, dass ich dachte, ich muss jetzt auch mal bestellen, ich muss auch mal eine Customer machen. Und zwar ist es der Shop Tasty Scents. Ja, und wir fangen einfach mal an. Ich weiß zwar die Düfte, die drin sind, und die Form hatte ich hier angegeben als Customer. Ich weiß aber nicht, wie sie dann aussehen. Ich habe nicht gesagt, ich möchte keine Fotos, ich möchte gerne sehen. Also mich überraschen lassen, was ist. Wir fangen aber jetzt erstmal mit der Goodie-Tüte an. Wenn ich sie dann aufkriege, ja. Dann habe ich mir ganz was hier reingepackt. Als erstes haben wir ein Sternlein in der Duftrichtung Lollipops. Und oh, der riecht für mich wie ein leckeres Bonbon. So ein fruchtiges Bonbon. Sehr lecker. Also der gefällt mir schon mal. Mir fällt natürlich wieder alles runter. So, jetzt muss ich hier immer wieder hinsetzen. Nee, ich leg das zur Seite. Mir fällt das sonst wieder hinterm Schrank. Das nächste, das ist so eine kleine Eule mit ganz viel Glitzer in Special Vanilla. Also es ist schon Vanilleduft. Aber das ist jetzt nicht so, ich finde es jetzt nicht so ein Foodie-Vanilla. Sondern eher so wie so eine Vanille, die man als Körperlotion oder Körperspray hat. Das ist das süße Teil. Das nächste ist so ein Zwirl in Biscotti. Oh, und der riecht schokoladig, kuchig, keksig. Sehr lecker zum Reinbeißen. Also der gefällt mir auch. Dann das nächste ist so ein super süßer Fuß in Sweet Candy. Ich hoffe, ihr seht das auch mit den ganz vielen Glitzer dran. Es erinnert mich ein bisschen an Zuckerwatte, an Cotton Candy von Yankee Candle. Ja, da erinnert er mich dran. Eine süße, leckere Zuckerwatte. Dann das nächste, was ich habe, ist Hummingbird, so ein Stern. Vom Namen her kann ich jetzt auf nichts schließen, den kenne ich nämlich gar nicht. Auf jeden Fall ein intensiver Duft, kalt geschnuppert. Hat was Fruchtiges mit drin. Aber was ist denn das? Traube oder so? Das erinnert mich auch an irgendwas. Ich weiß jetzt aber nicht was. Ich würde jetzt sagen, so die Traubenrichtung geht eher. Zuckersüße Herzchen. Dann das nächste, oh, das sind ganz schön viele Goodies. Der nächste Goodie ist Shark Bite. Mal gucken, ob das sagt mir leider auch nichts, der Name. Oh, es riecht sehr süß.
milchig, zuckrig. Also nicht wie ein halbes. Riecht sehr interessant. Also da sowas habe ich noch nie gedüftelt oder geschnuppert. Finde ich aber sehr, sehr lecker. Da freue ich mich schon drauf. Und das letzte Goodie, was ich habe, ist wieder so ein schöner Fuß in Lila. Und das ist Sunripened Raspberry. Oh, der ist toll. Oh. Ein schöner, weicher, leicht süßlicher Himbeerduft. Oh, der ist toll. Oh, der gefällt mir richtig gut. Also, ich werde dich kalt testen und wenn du warm auch so geil bist, dann, ja, dann muss ich den auch mal bestellen. Ja, wir fangen jetzt einfach mit der Customer an. Da bin ich gespannt. Ich habe eh schon wieder vergessen, die Hälfte, was ich bestellt habe, aber das macht es ja immer spannender. Das erste, was ich habe, ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ich drehe es mal so. Das ist Blue Hawaiian. Ich muss sagen, ich habe ja auch in der Gruppe gesehen, diese Bilder hier, die sie immer macht, die sind echt geil. Und also jedes hat ein eigenes Bild und es sieht immer richtig genial aus. Und das passt ja auch, diese Ananas-Cocktail zu Blue Hawaiian. Dann gucken wir mal, was ich mir bestellt hatte. Ich habe es mich wieder vergessen. Oh, es riecht schon wunderbar. Ja, ich hatte mir so Schankstücke bestellt. Oh, die glitzern auch so toll. Oh, und von Duft her, oh, so toll. Ja, also ich sage immer, Blue Hawaiian erinnert mich an den Cocktail Swimmingpool. Also Kokosnuss, Blue Curaçao ist da drin. Ich glaube, da ist Wodka drin, aber den riecht man da jetzt natürlich nicht raus. Ananas ist drin. Auch richtig lecker und ein richtig schöner Cocktailduft. Also der ist schon mal toll. So, jetzt muss ich den wieder reinkriegen, dass ich die Tüte auch zukriege. Die hat sie echt voll gepackt. So, achso, Blue Hawaii. So, dann greifen wir mal beim nächsten rein. Das nächste war Cherries on Snow mit Salty Sea Air. Wie ihr alle wisst, Salty Sea Air und ich, wir lieben uns. Aber die sind auch wunderschön geworden. Also das sind ja richtige Kunstwerke. Und ich liebe das immer so, wenn da so ein bisschen, beim Kuchen würde man sagen Zuckerguss oder so, wenn da sowas drauf ist, das sieht einfach toll aus. Also es riecht, ein Salty Sea Air riecht mal ein bisschen mehr als ein Cherries on Snow. Es ist aber richtig, oh, es erinnert mich immer, als würde ich am Meer sitzen, so eine leichte Brise haben. Ich muss mal, ob ich den Kirscher auch noch rausrieche. Vielleicht kommt der warm ein bisschen mehr. Ich rieche jetzt wirklich nur den Salty Sea Air. Aber der ist alleine schon toll. Das ist so ein richtig schöner Sommerstrandsonne. Da kriegt man Fernweh. Jetzt muss ich dich wieder zumachen. Dann machen wir das nächste. Das nächste ist Vanille-Ice Cream mit Blueberry Flapjacks. Warte mal, ich stelle euch mal ein bisschen so, dann könnt ihr das auch noch besser lesen. Da habe ich mir Pfötchen bestellt, wie ihr vielleicht schon leicht gesehen habt. Ich fand die Pfötchen immer so wundersüß. Oh, und es riecht, ich. Oh.
Aber die Farbe, oh, lila und blau, das sind ja geile Farben und mehrere Schichten. Das ist ja, und guck mal, wie voller Öl es ist. Wow. Das ist ja richtig geil. Oh, und der Duft. Ach, richtig leckere. Ich weiß leider nicht, was Blueberry Flapjacks ist. Außer was mit Blaubeeren. Also es erinnert mich an Blaubeerpfannkuchen mit einem leichten Hauch Vanille drin. Ne? Oh, auf jeden Fall sehr lecker. Die gefallen mir auch sehr, sehr toll. Also bis jetzt, Sandra, hast du super gut umgesetzt und Nina, hast du super gut bestellt. Also die sind, fällt mir sehr, sehr toll, wenn ich es jetzt zukriege. So, einmal dies hier, die reiße ich hier mit ein. So, dann habe ich mir nochmal Pfötchens bestellt. Ich muss euch mal ein bisschen so, damit ihr das. Ägypten Musk mit Sandalwood Vanilla. Auch sehr schön mit diesem Pharao drauf. Die sind auch wieder zuckersüß geworden. Seht euch das an. Auch wieder mehrere Schichten. Das ist ja richtig geil. Ist der geil. Ist der geil. Also der ist richtig der Hammer. Der erinnert mich auch an irgendein Männerparfüm. Also es geht in die Männerparfüm-Richtung. Also es ist ein richtig schöner Maskeduft mit Sandelholz und Vanille. Also wie es da steht, und es erinnert mich wirklich an Männerparfüm, und der ist echt der Hammer. Ist der geil. Oh. Also ich glaube, ich teste mal ein Stückchen und dann brauche ich noch 5 Kilo davon, weil der echt, der ist mega. Ich bin ja sonst eigentlich eher der Foodie-Fan, aber das ist, ich liebe so Musk und mit, also Sachen mit Musk und Sandelholz, das ist genau meins. Und den, also Sandra, den hast du super umgesetzt, der ist, wow, der ist richtig geil. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Einiges haben wir noch vor uns. Dann hatte ich mir Toasted Pistazie bestellt. Oh, ist das süß. Also da sind Makarons drin und hier oben sind auch Makarons. Ist das süß. Oh, sind die süß. Seht euch das mal an. Sind die nicht? Oh Gottchen. Oh, und dieser Duft. Ja, wie gebratene Pistazie. Oh, der ist auch geil. Also, geil. Danke, dass ihr mich alle damit angesteckt habt. Also bis jetzt bin ich nur begeistert davon, das ist echt. Toll. So, reiße dich mit ein. Dann hatte ich noch mal Pfötchens, und zwar in Kokolimverbena. Ich muss auch sagen, ich hatte jetzt einfach mal blind bestellt, beziehungsweise immer so die Düfte. Man weiß ja eigentlich immer mal so, was man mag, aber man weiß halt nicht, wie es von den anderen Herstellern ist. Manche sind ja ganz anders. Oh mein Gott, der ist. Oh mein Gott. Ich zeige ihn euch erstmal. Auch wieder zuckersüß. Viele verschiedene Farben. Ich hoffe, ihr seht das durch das Licht. Versucht mal ein bisschen so. Und also der Duft. Oh. Der ist der Hammer.
Und bei dem weiß ich genau, dass der super intensiv sein wird. Also Kokosnuss mit Limette. Oh, ist der geil. Oh mein Gott. Entschuldigung, ich kriege ja, glaube ich, gleich einen Luftorgasmus. Der ist echt wow. Der ist der Hammer. Warte mal, ich muss mal wieder einpacken. Also wer Kokosnuss und Limette mag, definitiv bestellen. Ein super toller Duft. Und Sandra, bitte tu mir einen Gefallen, lass den niemals ausgehen. Also der ist schon richtig geil. Und der ist aber noch geiler. Also die, nee, das darf nicht ausgehen. Gott, hatte ich mir echt so viel bestellt? Oh mein Gott. Okay, ja, so der halbe Karton ist noch voll. Der nächste Duft, den ich habe, ist Creamy Coconut mit Blueberry. Ich glaube, von denen, das müsste, ich glaube, Donut sein, hat sie mir ein Foto geschickt, aber das war auch das Einzige, weil ich dann zu ihr gesagt habe, nee, ich will mich wirklich überraschen lassen, was da alles bei rumkommt. Und die sehen auch. Oh, sind die nicht schön? Richtig toll. Und dieser Duft. Also genau wie es steht. Blaubeeren mit Kokosnuss. Aber eher so eine Kokosnuss-Bodylotion finde ich jetzt nicht eine zum Essen, sondern so eine Bodylotion. Aber der ist auch so toll. Ich weiß, Pamela, du wirst das Video dir bestimmt angucken. Und ich werde dir von allen auch was reinpacken. Du wirst mindestens genauso begeistert sein wie ich, weil die echt geil sind. So, ich stelle mal in die Ecke. Das nächste, ich weiß, das passt jetzt super zum Sommer. Cinnamon Toast mit Mexican Fried Ice Cream. Aber ich mag halt Zimt und ich düftel auch Zimt im Sommer. Ich finde das jetzt nicht schlimm. Wenn ich die Tüte jetzt aufkriege, und die sind ja auch geil. Also da habe ich mir auch wieder so Schankstücke bestellt. So. Auch wieder sehr, sehr toll. Also ein richtig schöner Zimtduft. Ich habe, glaube ich, nur, ich bin ja, ich esse eigentlich nicht gerne Zimt, also habe ich noch nie einen Zimttoast gegessen. Aber wenn er so schmeckt, wie er riecht, wäre er toll. Also man riecht hauptsächlich natürlich den Zimt, ein bisschen kurig, ein bisschen teigig. Mexican Fried Ice Cream eigentlich gar nicht so. Vielleicht kommt der warm hervor. Aber es ist ja sowieso eher ein Duft zum Blenden, weil er alleine ein bisschen schwächeln tut, sage ich jetzt mal. Aber sehr lecker. Oh, nee, den nehme ich als nächstes. Das ist das Wunderschönste. Nein. Dann hatte ich mir Ice Cream Sandwich mit Hazelnut bestellt. Oh, ist das auch süß mit dem Eiswagen? Seht ihr noch? Ja? Genau, fokussieren wir mal ein bisschen. Und da habe ich mir natürlich Eiskugeln bestellt. Und wenn eine rauskommt. Oh, die sieht zum Anbeißen aus. Wie eine richtige leckere Eiskugel, außer dass sie jetzt schmilzt und sie ist halt ein bisschen leichter. Oh, sehr lecker. Es riecht wirklich wie ein Haselnuss, aber Haselnuss-Schokoladeneis, würde ich sagen. Sehr lecker.
bekomme ich Hunger auf Eis. So, gehe jetzt mal zu. So, den stellen wir jetzt. Nee, den stellen wir hier in die Ecke, damit ein bisschen Platz hat. Das nächste sind auch wieder Eiskügelchen in der Richtung Vanilla, Binuel und Blueberries Strudel. Ich rieche schon, es ist lecker. Es muss nur eins rauskommen. Auch wieder sehr, sehr schön. Seht euch das an, das sieht echt toll aus. Und der Duft, oh mein Gott. Es riecht für mich wie, oh, wie heißt denn der nochmal? Ich muss immer mit Yankee Candle vergleichen, weil viele kennen ja auch Yankee Candle. Heißt der Blueberry Cobbler? Warte mal, ich gehe mal ganz kurz gucken. Nein, er riecht wie Blueberry Scone. Und noch ein leichter Hauch Vanille drin, aber so richtig lecker, blaubeerig, kuchig-teigig, echt genial. Und die Form ist auch wieder der Hammer. Oh, okay. Also der Blaubeer-Fans kann ich nur empfehlen, der ist mega. So, vier Tütchen haben wir jetzt noch. Das nächste ist Bahama Pre-Style. Da habe ich mir auch wieder Donuts bestellt. Wenn sie dann raus wollen, ihr müsst raus. Oh mein Gott, seht euch die an, die sehen ja geil aus. Oh, diese Farben und mit den Sternen drin. Oh, und mit Lila. Oh, ich liebe Lila. Oh, sind, oh, die sind von beiden Seiten. Oh mein Gott, sind die toll. Und der Duft. Oh mein Gott, der ist echt toll. Also auf jeden Fall was Fruchtiges. Was rieche ich denn raus? Ananas, Sternfrucht. Oh, ich kann das nicht. Es ist auf jeden Fall, es erinnert mich an so einen richtig leckeren, alkoholfreien, fruchtigen Sommercocktail. Oh, was ist denn da noch drin? Ich rieche es jetzt nicht raus. Tut mir leid, aber oh, ein richtig schöner, fruchtiger. Genial. Einfach genial. Der ist auch richtig toll. Bahama Breeze. Toller Duft. Dann hatte ich mir nochmal Zimt bestellt und zwar in Ice Cinnamon Rolls und Vanilla Binuel. Da habe ich mir auch so Macarons bestellt. Aber ich habe gesehen, das letzte hat sie letztens so Kekse drin gehabt. Die sahen auch toll aus. Nächstes Mal. Oh, die sind auch zuckersüß. Normalerweise denkt man immer, hab kann man essen. Nein, oh, schmecken tut nicht. Es riecht nur gut. Es ist auch zimtig, nicht so extrem zimtig, sage ich jetzt mal wieder Cinnamon Toast, sondern so leichter zimtig mit einem Hauch Vanille drin. Auch ein sehr leckerer, schöner Zimtduft.
Ja, der ist auch toll. Ich glitzer hier bestimmt alles voll, weil meine Hände, sieht man an, die sind voller Glitzer. Aber es macht nichts, das macht es ja einmal so schöner. So, du kommst jetzt in die Ecke. Zwei Tüten haben wir nämlich noch. Die vorletzte Tüte ist Marzipan mit Peanut Butter Cup. Das sind jetzt zwei Vögelchen mit einer Herzblume. Der einen schon rausfliegen. Auch wieder Eiskügelchens. Oh, der Duft ist auch lecker. Oh, wie Erdnussbutter mit Marzipan. Oh, sehr lecker. Oh, jetzt, nee, jetzt habe ich letzte Mal in der Nase oder Mund. Oh, der ist toll. Ich könnte reinbeißen. Der ist richtig geil. Das ist auch ein toller, toller Duft, genau nach meinem Geschmack. So, nee, die stellen wir mal zur Seite. Jetzt kommen wir nämlich zum letzten. Und das letzte ist nämlich Joghurt Parfait mit Raspberry Singer. Da habe ich mir ein großes Schankstück bestellt und ich bin jetzt so gespannt. Also aussehen tut er schon mal genial. Ah, man kann ihn rausnehmen. So, also Farben, wie der genau meinst. Sandra, woher weißt du, dass ich Lila so gerne mag? Der ist richtig genial. Und der Duft ist auch toll. Ein schöner, leckerer, süßer Himbeerjoghurt. Oh mein Gott. Also riechen tut er gut und aussehen, das Aussehen. Oh mein Gott, ist der toll. Oh, wirklich. Genial. Toll. Ich bin begeistert. Ich glaube, ich werde jetzt diesen Monat alles mal andüfteln und da muss ich mir noch was bestellen. Die sind echt toll. So, ihr Lieben, das war meine Bestellung von Tasty Sense. Sandra, dir vielen, vielen Dank für diese wunderschönen, tollen Sachen, diese tollen Kreationen, die du gemacht hast. Ich bin echt hin und weg von den Sachen. Und ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder einen schönen Morgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.